Wir sind als Pathologielabor an mehreren Standorten in Österreich tätig. Zu unserem Kundenkreis gehören unterschiedlichste Institutionen, von sehr kleinen, niedergelassenen Kollegen bis zu Universitätskliniken wie die Uniklinik in Innsbruck, die ganz hohe Anforderungen auf die Qualität und auch natürlich auch vom Patientengut her sehr hohe Anforderungen stellen. Den Einbau der digitalen Pathologie in die täglichen Abläufe der Pathologen, das war die Challenge, der wir uns gestellt haben. Absolut essentiell ist es, das Digitalpathologiesystem in das Laborinformationssystem zu integrieren oder beziehungsweise die beiden miteinander zu verbinden. Da ist einerseits unser Laborinformationssystem von der Firma Basis Data, PathoVM Plus, andererseits natürlich Philips mit dem Image Management System, das an den Scanner angeschlossen ist, die miteinander zu integrieren und auch noch andere Peripheriegeräte zu integrieren, das war die große Aufgabe. Mit der Einführung der Digitalpathologie hat sich unser Labor-Workflow und Laborablauf nicht komplett geändert, aber doch in Teilen geändert. Es ist so, dass die Administration eine höhere Wertigkeit bekommen hat, weil schon zu Beginn die meisten Untersuchungen klar definiert werden müssen und auch in das Laborinformationssystem als solche eingegeben werden müssen. So dann werden 2D-Barcodes auf den Blöcken, auf den Kassetten und auch auf den Objektträgern angebracht und die definieren dann, was mit dem Schnitt weiter zu geschehen hat. Eine Integration der verschiedenen Peripheriegeräte, die bei uns von unterschiedlichsten Firmen kommen, war notwendig. Die Qualität des Scanners ist absolut vergleichbar mit der des Mikroskops. Wir scannen mit einer 400-fachen Vergrößerung ein. Das heißt also, die Details entsprechen dem eines sehr guten Befundungsmikroskops. Und dann ist es eine Aufgabe des Laborinformationssystems, also in unseren Fällen PathoVM Plus, hier Worklists für die einzelnen Pathologen zu erstellen, die dann online zugreifen können und wissen, was sie zur Befundung haben. Die Digitalpathologie zahlt sich aus. Sie ist für uns ein essentieller Bestandteil unserer Befundung geworden. Was definitiv für alle gilt, ist, dass wir einen leichten Zugang zu Referenzen dadurch bekommen, dass wir auch das Auffinden von histologischem Material erleichtern, weil es digital gespeichert ist. Hierbei können dann Befunde miteinander verglichen werden, dass wir auch die Möglichkeit haben, Bildanalyse einzuführen, Stichwort Morphometrie, Stichwort quantitative Auswertungen von bestimmten immunhistochemischen Parametern und dass wir vor allem auch die Möglichkeit haben, Primärbefundung zum Teil dezentral durchführen zu lassen. Das heißt also von Pathologen oder Fachpathologen, die zwar in dem Bereich renommiert sind, aber nicht am Standort physisch vor Ort. Die Entwicklung der Digitalpathologie wird sich sehr beschleunigen, da bin ich fest davon überzeugt. Was wir uns wünschen, ist natürlich auch die Auswertung, die digitale Auswertung der entsprechenden Läsionen, die Pathologen auffallen, digitale Auswertung von Immunhistochemien, digitale Auswertung auch letztlich von formgebundenen Strukturen. Das ist etwas, wo die Algorithmen noch entwickelt werden müssen, beziehungsweise in Entwicklung gerade sind. Da wird sicherlich noch einiges an Fortschritten zu erwarten sein.